Wir sind voll dabei im Kampfdojo auf der Rüstungsinsel, haben hier schon ein paar Aufgaben erledigt und im letzten Part tatsächlich ein neues Teammitglied aufgenommen, mussten eines unserer wohltrainierten Pokémon aus Let's Play Pokémon Schild in die Box ablegen. Es traf unseren Starter Gordrom im Austausch gegen ein Level 5 Shiggy. Ja, man hatte die Wahl, ihr habt es ja gesehen, zwischen Bisasam und Shiggy. Die können sich Giga Deine maximieren und das haben wir natürlich vor. Es war eine hauchzarte Entscheidung für das Wasser-Pokémon. Damit haben wir ein bisschen neue Elementare. Ich sag mal, ja, wir werden eh nicht so richtig damit kämpfen. Ich sag mal so, wenn es richtig hart kommt, dann würde ich Gordrom sogar zurückholen, so vom Level her. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, Shiggy wird sich schnell leveln, wenn wir den jetzt mitnehmen und wir bekämpfen die Level 60 Fleckmon oder sowas. Aber ja, wir wollen halt Giga Dynamax Turtok sehen, das ist der Plan und deswegen, ja, machen wir das so. So, zweite Aufgabe ist ja jetzt die Suppe. Die Suppe auszulöffeln, mehr oder weniger. Sag du nochmal was. Du hast das schwere Schicksal, dass ich weiterhin nicht von deinem Talent überzeugt bin. Ich werde die Dynapilze schneller finden als du. Der Sieg ist mir gewiss. Lol. Geh schon mal voran, kein Problem. Und mit dir sollen wir noch reden. Ich bin das Attackenass. Unter den strengen Anweisungen des Meisters habe ich mich Tag und Nacht dem Studium der Pokémon-Attacken hingegeben. Mit viel Zeit und Geduld ist es mir gelungen, diverse Pokémon-Attacken zu entwickeln. Gegen ein kleines Zeichen des Respekts könnte ich mich dazu bereit erklären, sie auch deinen Pokémon beizubringen. Das lassen wir erstmal. Erstmal lassen wir das, denn ich möchte das machen, wenn... Naja, keine Ahnung. Ich trainiere unser Shiggy erstmal. Um den geht's ja. Warte kurz, Let's Play Markus. Was denn noch, Meister? Ich Dummbatz, hab ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstungsinsel ja noch gar nicht auskennst. Da weißt du sicher noch nicht so recht, wo du mit der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeig dir bei einem kleinen Spaziergang mal die Gegend. Er führt mich direkt zu den Pilzen, das finde ich gut. Ja, sag an. Was für ein schöner Tag zum Flanieren. Die Mucke auch. Also, normalerweise wachsen hier im Fokusforst Unmengen an Dynapilzen, aber vor kurzem ist hier eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffel durchgefegt und hat alles leer gefressen. Im Aufwärmtunnel könnten aber noch Dynapilze stehen. Du findest ihn außerhalb des Forstes, auf der Fleißebene. Man verläuft sich leicht in diesem Wirrwarr aus Bäumen, also pass gut auf dich auf. Dann mal viel Spaß bei deiner Pilzsuche. Tschö mit Ö. Ja, bis später, Attentäter. Fokusforst, Rüstungsinsel. Was, da hinten? Der zeigt's mir zwar. Ich folge einfach mal dem Flusslauf. Und zwar nicht hierhin. Also die haben die ja auch beschrieben. Die Frage ist jetzt, sehe ich die? Oder leuchten die einfach so wie diese anderen Pilze? Naja gut, die sollen ja... Ja, der hat's mir ja gesagt, wo sie sind. Der hat's mir ja gesagt. Fleiß. Fleißebene. Wir waren doch schon in dem Tunnel, ne? Ganz genau dahin sollen wir zurück? Kommt das hin? Kann das sein? Irgendwie... Nicht so recht. Also, lassen wir uns mal ganz kurz helfen hier. Kämpfergrotte, Fleißebene, Mr. Buddel. Okay, ja. Mehr nach Norden. Also, ich hätte gesagt, hier lang. So groß ist die Insel gar nicht, wie sie tut. Aber sie ist erstens absolut fremd und zweitens ein bisschen verwinkelt. Also, ich kann hier auch nicht einfach hoch. Das würde es in der Tat erleichtern. Die Wechselhülle am Start. Hätte ich hochgesollt. Oder zumindest nicht runter. Gut, wenn die hier noch suchen, dann ist es nicht grundverkehrt, hätte ich mal gesagt. Man freundet sich aber damit an. Ne? Also es kommt einem dann doch irgendwann schon mal ein bisschen bekannt vor. Kann sein, dass ich gerade eben schon hier war. Exakt hier.
Galanus-Zweig. Fleißebene? Jawohl. Hallo, Sichlor. Also ich meine ja, für eine Naturzone sieht es ja ganz schnieke alles aus. Magst du mir hierzu was verraten? Oh, hier verirrt sich nur ganz selten mal ein Trainer. Ich heiße übrigens Mr. Buddel. Hast du schon mal von den Buddelbrüdern gehört? Das sind meine Söhne. Du hast nicht zufällig Rüstungserz dabei, oder? Du weißt schon, das seltene Gestein. Wenn du ein paar Brocken bringst, buddel ich dir mit meinen starken Armen im Nu jede Menge Watt aus. Ey. Ich brauch die für die Attacken. Macht mir deutlich mehr Sinn. Dass unser Shigi schnell zu einem großen, starken Giga-Turtok wird. Mega-Pokémon waren gestern Giga-Dynamax-Pokémon. Da kannst du dieselben Pokémon immer und immer wieder reusen und zerstören. Ja, es gibt Leute, die verfluchen das, ne? Aber ich sag mal so, diese ganzen Mega- und Giga-Formen, die sind's nicht wirklich. Also die sind meines Erachtens nicht repräsentativ, ne? Die sind nur ein Augenzwinkern des Geschehens. Das sind für mich keine richtigen Pokémon, wenn ihr so wollt. Also im Sinne von, du musst ja nicht die Form einzeln sammeln. Ja, und genau der Fakt stört halt auch viele, weil es vergänglich ist. Bislang jedes Pokémon, das dazu kam, war halt irgendwo doch sind die gemeint? Ach so! Wie gesagt, ich dachte, die blinken so wie die anderen. Jetzt werden es bestimmt schon manche von euch gewusst haben und sich dachten, nein, er fährt dran vorbei. Okay. Nicht so schnell. Das ist er, oder? Oh Gott. Da wachsen tatsächlich mehrere Dünerpilze dicht an dicht, wie von mir vorhergesehen. Meine Psychokräfte haben mich der Existenz dieser Dünerpilze zuerst gewahr werden lassen. Wie heißt es so schön? Wer es zuerst erspürt, mal zuerst. Du solltest also sie mir überlassen. Wenn du sie so dringend brauchst, zeigen wir mal Verständnis. Welch ein Anflug von Hochmut! Doch Obacht, denn der tiefe Fall folgt zumeist auf dem Fuß. Du bist mir fürwahr ein Dorn im Auge. Du tauchst aus heiterem Himmel auf, jung und selbstbewusst. Und als ob dir die Welt zu Füßen liegen würde. Ich hab gesagt, nimm dir, ist doch kein Problem, ich bin freundlich. Du willst mir Steine in den Weg legen? Ha, dann lass mich dir demonstrieren, wozu Psychoattacken alles fähig sind. Super Training für unser Shigi. Immer her damit. Du Lappen. Also, drei Pokémon am Start. Es wird jetzt auch interessant, wie viel EP... Nein! Jetzt weiß ich, ich habe den EP-Pin bekommen. Jetzt weiß ich, wofür der gut ist. Arg! Ich habe in dem Moment nicht dran gedacht. Ja, das hätte nur Shigi geben sollen. Na ja, gut. Gleich, bald. Du unverschämtes Früchtchen. Wag es ja nicht, diese Attacke erneut einzusetzen. Rat mal, was ich gleich mache. Shigi erreicht Level 15. Panzerschutz, Turbodreher. Was hast du noch für Attacken drauf? 1, 2 und schwupp. Biss. Biss halte ich auch für eine sehr gute Sache. So schnell kann es gehen. Und die Aquawelle. So. Aquawelle, Aquaknarre. Ich sag mal so. Brauchst dann keine Aquaknarre mehr. Flecknuil. Hätte in dem EP-Pin geben müssen. Das wäre doch gefetzt. Naja, wir werden ihn trotzdem auf Level 36 kriegen. Das ist gar kein Thema. Weil Level 36 führt er zu Turtok. Jetzt Level 18. Jo. Schutzschild, das brauche ich nicht unbedingt. Und Kadabra.
Ich bin nicht schwach. Ich werde nicht verlieren. Watz, watz. Alanga würde offenbar gerne gestreichelt werden. Da bist du bei mir falsch. Ich bin ein kaltblütiger, kaltschnäuziger... Eine Maschine von einem Trainer. Streicheln gibt es hier nicht. Olanga 75. Shigi 22. Regentanz, auch nicht so mein Stil. Und das war's auch schon. Du hast meinen Wollstolz wahrlich einen heftigen Psychostoß versetzt. Yay! Er guckt schon so entschlossen. Nanu, Shigi entwickelt sich! Ach ja, das war die erste Entwicklung, die ich mit eigenen Augen zu sehen bekam. Damals 1999 auf meinem Pokémon Rot oder Blau? Ich vergesse immer, welche Edition zuerst war. Ich glaube Rot. Na gut, Stein Shigi hat sich zu Shilock entwickelt. Yay. Yeah. Ich glaube, es war Blau. Ich hatte Blau zuerst. Es balanciert geschickt mit seinen buschigen Ohren und dem Schweif, während es im Wasser schwimmt. Welch ein Kraus. Wieso will mir einfach kein Sieg gelingen? Woran hapert es denn bei mir? Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Pilzen. Ich halte derweil Ausschau nach Exemplaren mit etwas mehr Eleganz. Severio setzt Teleport ein. Ja, oder wird mal gelootet. Du hältst 3 Dünner Pilze. Brauchst du auch den Riesenbusch oder was? Ein Pilz, der über die Eigenschaft verfügt, die Gestalt von Dynamax-Pokémon zu ändern. Im Kampf hebt er alle Statuswerte eines Pokémon an. Piep, piep, piep. Rotom. Nee. Agiert als Handy. Hallo, Let's Play Markus. Na, wie kommst du mit der Prüfung voran? Kinderspiel. Was? Du hast schon 3 Dünnerpilze aufgespürt? Sag bloß. Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du mal wieder zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setz schon mal das Suppenwasser auf, hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Tja. Ja, aber das ärgert mich halt trotzdem immens. Naja, wie gesagt, er wird sich gleich nichtsdestotrotz entwickeln, aber es hätte noch schneller gehen können. Noch schneller. War das nicht ein... Ja, natürlich war das ein Ding. Ich finde es gerade nur nicht. Ich hätte es hier vermutet. Das sind noch die ganzen... Superschutz, Großlinse. Wie hieß denn das doch gleich? Muss sowieso unten sein, aber... Beulenhelm. Ich bin doch nicht bescheuert. Wir hatten das doch. EP-Pin. Ist der automatisch an? Ich dachte, ich muss ihm einen Pokémon geben. Also es ist einfach so da. Ach so. Oder irre ich mich erneut? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich verstehe das jetzt so wie der alte EP-Teiler, der einfach allen Pokémon gleichmäßig alles gibt. Dann lasst uns Suppe essen. Yay, Bock auf Suppe? Bock auf Suppe. Da wird schon gekocht. Haha. Sehen alle aus wie Tali. Die Frisuren machen's. Hoho, willkommen zurück, Let's Play Markus. Du hast die 2. Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen Schüler haben den Wald voll lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Das war doch auch unfair, oder? Die haben ja im Wald gesucht und uns hat er gesagt, wo die Dinger sind. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach Dünnerpilzen zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden.
Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den Dünerpilzen eine feine Dünersuppe. Aus dem, was hier geschieht, entsteht Frust. Die würden, wenn es nicht die heile Pokémon-Welt wäre, sauer sein auf mich. Die trainieren da hart und kriegen nichts auf die Kette. Da komme ich als Wunderkind an und kann alles und nehme denen alles weg. Die würden, keine Ahnung, die würden schon Pläne haben, meinen Kopf in die Toilettenschüssel zu stecken. Ja, also, ihr versteht, also ich bin, das ist ja, nee, das ist zu streberhaft, wie das hier passiert. Kann man nicht machen. Kannst du nicht machen. Ihr versteht, was ich meine. Manche nehmen es sportlich, aber es gibt auch Leute, die nehmen es nicht so sportlich. Sehr schön, sie ist perfekt gewürzt. Jetzt fehlen nur noch die Dünerpilze, die du mitgebracht hast. Halt! Einen Moment bitte. Saverio, was ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem. Sogar die Pokébälle sind runtergefallen. Also da stimmt wirklich was nicht. Jetzt sind sie wieder oben. Mir ist es ebenfalls gelungen, Dünerpilze ausfindig zu machen. Oh, gut gemacht, Saverio. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du der Zweite der Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich habe es vollbracht. Mein Einsatz hat sich ausgezahlt. Da brauchst du nicht zu weinen, Saverio. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch! Meister Enea, entschuldigt, aber ich habe zum ersten Mal meine egoistische Bitte vorzubringen. Könnten der Dünersuppe meine Dünerpilze hinzugefügt werden? Ich möchte, dass alle in den Genuss der Früchte meiner harten Arbeit kommen. Ach, Saverio, dieser Wunsch ist leicht erfüllt. Da stimmt was nicht. Die sind vergiftet. Auch wenn das keineswegs seine erste egoistische Bitte war. Danke, vielen Dank. Tut mir leid, Let's Play Markus. Nimm uns bitte nicht übel, dass wir Saverios Dünerpilze für die Dünersuppe benutzen. Aber Saverio ist selten so ernst bei der Sache. Die Geste scheint ihm sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Dünerpilze nach Belieben verwenden, okay? Ach so. So wollen sie es retten. Verstehe. Und keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh die 3 Dünerpilze einfach als Bonus an. Dass man die selbst im Kampf verwendet. Alles klar. Zum Beispiel. So, das Warten hat ein Ende. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master Dojos, die Dünersuppe. Hab ich einen Dohlkampf. Haut rein. Guten Appetit. Biep, biep, biep. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Was da auch geschieht. Du hast die Dünersuppe im Nu aufgegessen. Ach ja, du weißt noch gar nicht richtig Bescheid. Unsere Dünersuppe bewirkt... Du spürst, wie aus deinem Inneren Dynamax-Energie aufsteigt? Das hättest du wohl gerne, was? Leider bewirkt sie nichts, wenn Menschen sie essen. Aber bei bestimmten Pokémon entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dynamaximierung die Giga-Dynamaximierung durch, bei der sich auch ihr Aussehen verändert. Ab jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du Dünersuppe brauchst, du kannst sie immer dadurch eine zubereiten lassen. Lass mich nochmal offiziell hinaus posaunen. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und danke für das leckere Essen. Danke für das leckere Essen. Ah, Let's Play Markus. Schau später bitte mal in meinem Zimmer vorbei. Was kommt wohl als nächstes? Du und Saverio habt als einzige die Prüfung bestanden. Ich glaube, da bahnt sich eine Rivalität an. Was mit euch? Es ging es ja darum, Fleckmann einzuholen, dann Pilze zu sammeln. Ich frag mich, was wohl die letzte Prüfung sein wird. Die letzte? Schon? Alter. Wappo, wappo. Unser Schüler, der für das Suppekochen zuständig ist, hat ein gutes Händchen dafür. Wir haben ihn mit einem harten Training unterzogen, das er mit Bravour bestanden hat. So, ja, ich höre. Nanu, wurdest du etwa ebenfalls vom Meister her bestellt? Na klar. Let's Play Markus, Saverio, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Meister, ihr habt das Gespräch mit mir gesucht.
Nun, ich habe euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die 3 Prüfungen des Master-Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten, der finalen, der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Die letzte, finale, ultimative Nummer 3. Die letzte, die finale, ultimative Nummer 3. Okay. Mit anderen Worten, die nächste Prüfung fängt bald an. Exakt. Ihr zwei habt es als Einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt und somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch! Wir sollen uns ein Duell liefern? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit. Jedoch... Der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master-Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaximierung anwenden. Dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich muss schleunigst den Platz aufsuchen und den Kampf im Geiste durchgehen. Nun denn, ich gehe schon mal voraus. Nimm du dir derweil ein Beispiel an Phlegmon und lass dir Zeit mit deinen Vorbereitungen. Abbott. Er wird doch Pillepalle. Saverio hat an und für sich schon Talent. Aber da er sich dessen bewusst ist, geht er alles nur halbherzig an und hat bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Let's Play Markus. Eure Rivalität scheint ihn dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation ihn nicht vom richtigen Weg abbringt. Da wird einfach weitergezockt. Er ist schon toll. Gut. Ach Leute. Erneut, was soll der Geiz? Packen wir. Machen wir mal eben. Ach, ihr habt es ja wirklich hübsch. Warum waren wir nicht von Anfang an hier? Er ist doch spitze. So einen Garten hätte ich auch gern. Ja, so umgeben von den Bergen und so, klasse. Ja, und keiner will zugucken, dass es hier seine Richtigkeit hat, oder was? Du bist also erschienen. Nach meinem Sieg über dich werde ich die Geheimrüstung für mich beanspruchen. Dies wird mir auf meinem Weg, Arenaleiter für Psycho-Pokémon zu werden, alle Türen öffnen. Was auch immer du mir jetzt entgegensetzen wirst, der Sieg ist mir jetzt schon gewiss. Ich werde dir mit aller Kraft entgegentreten, die ich aufbringen kann. Bist du bereit? Jo. Easy. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg! Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Das wird epic. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig. Bis zum nächsten Part. Ja, die Spannung, der Spannungsbogen, Freunde, ne? Ich glaube, ja, die Partlänge, doch. Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao. Ich bin schon gemein, ich weiß. Es tut mir leid.